Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Dienstagabend, 7:15 schon. Ja, und Isi und ich, wir sind gerade nach Hause gekommen. Wir waren nämlich beim Fitness und danach einkaufen. Und das mit dem Einkaufen, das ist wieder, ja, mit dem Bezahlen vor allem danach, ist wieder in die Hose gegangen. Mussten wir länger warten und so weiter. Ich erzähle euch gleich, wieso, weshalb, warum. Auf jeden Fall, wir wollten ja eigentlich noch, nachdem wir beim Einkaufen waren, kurz bei meiner Mama vorbeifahren, ihr den Schlüssel bringen. Dann hat sie noch irgendwas, irgendwelche Mitbringsel aus dem Urlaub für mich und uns und so weiter. Gerade mussten wir die aus dem Auto anrufen, dass das nicht hinhaut, weil ich um 7:20 Termin zur Physio spontan bekommen habe. Sonst habe ich erstmal jetzt keine Termine gehabt, weil, ja, Urlaubszeit halt, ne? Also, ja, schaffen wir nicht. Muss ich dann entweder danach gleich noch nach der Physio zu Mama fahren, weil sie eigentlich ihren Schlüssel braucht. Muss ich noch überlegen. Also ich bin gerade genervt, so richtig genervt. Wir haben dieses Piepding genommen zum Einkauf bezahlen und so, damit man nicht an der Kasse stehen muss und alles nicht aufs Band packen muss, sondern nur einfach eine zack, zack. Ging nicht. Das Gerät wollte irgendwie, da kam die eine Frau, Kassiererin, musste dann halt prüfen, irgendwas eingeben, das wollte nicht funktionieren, dann hat sie noch eine gerufen und dann, haben sie jedes einzelne Ding, was wir im Wagen hatten, nochmal durchgescannt und nur durchscannen müssen und ja, wir wären schon, glaube ich, dreimal raus gewesen, wenn wir das ganz normal einfach nur in den Wagen gepackt hätten und an der Kasse aufs Band. Ja, bin jetzt echt richtig genervt, wirklich nur genervt. Dann ist es auch noch so warm heute. Vorhin auch schon mit einem der Trainer unterhalten oder mit beiden. Eigentlich brauchen wir das alle irgendwie nicht wirklich, diese über 30 Grad. 28 durchgehen am besten, reichen vollkommen aus. Aber dann eben nicht heute so warm und morgen wieder Regen oder so. Also irgendwie alles gerade nur am Nerven, muss ich einfach sagen. Genau. Jetzt zeige ich euch einfach mal, was ich gekauft, wie gekauft haben. Eigentlich wollte ich ja noch zu Lidl. Ich brauche unbedingt Wasser und noch ein paar Kleinigkeiten. Das muss ich dann jetzt morgen machen. Das heißt, morgen gibt es nochmal einen Haul von mir. Ja. Die Männer haben natürlich auch noch nicht gegessen, obwohl ich eine Nachricht hinterlassen habe. Die sind gerade selber erst nach Hause gekommen. Ich habe es irgendwie wohl vergessen, dass sie Pfadfinderleiterbesprechung hatten. Bin auch genervt von dem Ganzen. Egal. Auf jeden Fall ist heute wieder alles kuddelmuddelig. Großartig was anderes gibt es heute auch nicht für euch. Ich habe zwar was gemacht, aber die Kamera nicht mitgenommen, ne, bevor wir mit Isi weggefahren sind. Deswegen jetzt nur einen nicht mal besonders großen Foodhaul-Wocheneinkauf, weil morgen gibt es noch einen. Und ich habe im Fitnessstudio ein bisschen gefilmt, war nicht wirklich viel los, deswegen konnte ich mein Handy, aber mit dem Handy gefilmt, mein Handy hier und da ein bisschen hinstellen, werde ich euch hinterher noch nach dem Foodhaul zeigen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch noch angucken, wie ich mich da abgequält habe. Und jetzt Kaufland. Hinten habe ich eine Packung, eine Palette Milch gelassen. 10 Packungen, ne? Palette. Wir brauchen eben sehr viel Milch unter der Woche. Dann haben wir eine Fasspause mitgenommen. Diesmal Himbeere. Hatten wir bis jetzt nicht gehabt. Was hatten wir jetzt letztens? Mango, Zitrone und Rhabarber. Himbeere schmeckt tatsächlich sehr gut und Holunder mag ich tatsächlich sehr gut, sehr gerne. Eine kleine Wassermelone ist auch dabei. Dann habe ich hier eine ganze Kiste, fast alles nur Gesundes. Eine so ganz kleine Limelon, Melone Limelon nennt sie sich. War im Angebot gerade, sonst hätte ich die nicht mitgenommen. So winzig klein wie die ist, das ist bei uns wirklich auf einen Zahn. Ja, habe ich aber jetzt, weil sie im Angebot war, zum Probieren. Ich habe keine Ahnung, wie die schmeckt. Pak Choi habe ich dabei. Und eine Aubergine.
Und dann auch noch eine Zucchini. Auch noch dabei. Dann Paprika, eine Packung. Rot, bei uns wird eben die rote Paprika lieber gegessen. Eine Gurke. Ein Sack Äpfel. Das ist Junagold. Dirk mag diese Sorte total gerne. Deswegen habe ich die jetzt mitgenommen. Einmal noch Bananen, etwas grünere, ein Beutel Zwiebeln, eine Packung Möhren und hier sind drei Plattpfirsiche. Ja, dann diese Flasche kriegen wir bei Kaufland nicht abgegeben, die kann man nur bei Verewe abgeben. Dann haben wir ein bisschen was Gebackenes hier. Na, so hier sind, ich glaube, Franzbrötchen ein paar, dann ein paar Schokobrötchen, dann haben wir hier zwei Brezeln und eben ganz normal hier Brötchen. Ein bisschen Gebäck. Und dann geht es auch schon weiter. Hier haben wir eine Kiste mit nicht ganz so gesunden Sachen, Rapsöl. Dann hat Isi sich gewünscht, letztens schon, aber ich konnte, also als mich die Nachricht erreicht hat, war es schon zu spät gestern. Maiswaffeln, zwei verschiedene Sorten, hat sie sich gewünscht, habe ich jetzt mitgenommen. Einmal Joghurtdressing. Dann habe ich diese Sorte Lime, White und Peanut dabei. Ich bin sehr gespannt, wie die schmecken. Ich mag das wirklich sehr gerne, diese Leim halt, ne? Dann habe ich hier eine Packung, aber nur, weil die nicht im Angebot waren, die Chips Cracker. Zweimal Flakes, und zwar einmal die Cool Flakes und einmal diese sind Kellogg's, sind im Angebot, Crunchy Nut. Die haben wir jetzt dabei. Dann haben wir Zucker, und zwar einmal weißer Teezucker und einmal ganz normalen Zucker. Dann Gummibärchen. Ich habe, danke, mir wurde mitgeteilt, dass die im Angebot gerade sind. Natürlich habe ich gleich mitgenommen meine Märchenprinzen. Es war wie leer gefressen, ne? Also kaum noch was da, ganz viele leere Kisten. Deswegen, das was da war, habe ich dann halt mitgenommen. Mäuslein hat sich aber Katjes zwei Packungen, ihre Lieblingssorte, reingepackt. Und dann hat sie noch diese Mini-Mais-Waffeln mitgenommen. Dann, wie ich gestern schon erwähnt habe, habe ich gehackte Tomaten mitgenommen, gleich vier Dosen. Verschwinde nicht zu weit weg. Ich muss gleich zum Physio und ihr müsst dann einräumen. Milka, ein Glas. Eine Packung passierte Tomaten, für die Handtasche einmal Haarlack, eine kleine. Nee, das ist wirklich ganz wenig. Ist ein ganz, ja, kleiner Einkauf. Ein wirklich kleiner Einkauf, weil wir nicht geschafft haben. Ich wollte noch zu Lidl, aber dann hat das sich da hingezogen an der Kasse bei Kaufland. Wir waren auch gar nicht bei Oma. Oh. Ich werde wahrscheinlich nach dem Physio noch hinfahren. So, ein bisschen Kaltes haben wir auch was dabei. Gerade von Hertha sind die ganzen Finesse-Geschichten im Angebot. Deswegen habe ich hier Chicken Sweet Chili, Hähnchenbrust mit, keine Ahnung, fein würzig. Und einmal mit Kräuter der Provence. Dann habe ich ganz normal Eigenmarke, zweimal mit Kräutern, zweimal mit Curry. Lässt du das bitte erstmal stehen, Alice? Ich wollte es eigentlich sagen. Erstmal stehen lassen. Dankeschön. Ich bin gleich fertig. Jeweils zwei Packungen. Eine Packung, also so ein Vierer kleine Joghurts. Dann ist auch gerade im Angebot Rheinerin Salami, die Ralf bei uns so gerne mag. Hält sich ja noch eine ganze Zeit lang, deswegen habe ich gleich drei Packungen mitgenommen. Dann Hackfleisch ist gerade Rinderhackfleisch im Angebot. Habe ich zwei Stück, zwei Packungen, Erbsen, eine Tüte Pommes. Wir haben jetzt am Wochenende alles aufgegessen davon, vom Pommesfall. Und von den Erbsen habe ich auch nicht mehr viel in der Tüte, die im Kühlschrank noch liegt.
Dann habe ich zweimal Kuttenschnitzel mit zwei Packungen. Und im Angebot gerade Hähnchen Mini-Sticks, eine Packung. Dann hat Mäuslein, ist gerade im Angebot, dieses hier, das ist Apfelflammkuchen, mitgenommen. Warum auch immer, keine Ahnung, will sie probieren. Dann habe ich vier Joghurts, der große Bauer ist gerade im Angebot, vier Stück für Dirk zur Arbeit. Und einmal einen Vanille High-Protein-Pudding für Raffi. Der mag das total. Ja, und von dem großen Bauer habe ich hier solche Sorten wie Schokosplitz Erdbeere, Schokobällisch Banane, Birne und Pfirsich-Maracuja. Genau, das ist alles. Das ist jetzt der, ich sag mal, nicht unbedingt große Wocheneinkauf, weil ich einiges, was ich brauche, nicht bei Kaufland genommen habe, sondern eigentlich bei Lidl mitnehmen wollte. Ja, vielleicht, wenn es von der Zeit hinhaut, fahre ich noch bei Lidl heute vorbei. Mal gucken. Auf jeden Fall, das muss jetzt verräumt werden. Ich muss in 20 Minuten bei Physio sein. Deswegen beeilen wir uns jetzt. Ich muss noch für die Mitbewohner das Essen fertig machen, also warm machen, was wir noch von gestern übrig haben. Von daher, ja, das war es jetzt erstmal. Und nachher sehen wir uns kurz noch wieder. Egal, ob noch ein Haul gibt zusätzlich, noch ein Lidl. Mal sehen, wie ich das jetzt mache. Oder ob einfach nur ein bisschen noch was erzähle. Auf jeden Fall, bis später. So, ihr Lieben, wir haben jetzt kurz vor 9. Ich habe nach der Physiotherapie mich entschieden, doch noch zu Mama zu fahren, weil sie den Schlüssel doch schon dringend braucht. Also habe ich ihr den Schlüssel zurückgebracht. Da war auch gerade ihr Bruder, also mein Onkel mit Frau da. Haben uns, ich weiß nicht, 20 Minuten war ich vielleicht da, haben ein bisschen gequatscht. Mama und Jürgen haben ein paar Fotos gezeigt vom Urlaub und so. Genau. Mama hat mir was mitgebracht aus der Türkei, aus dem Urlaub. Und zwar so ein richtig schönes, ich habe es anprobiert. Total schönes Kleid mit solchen Flatterärmelchen und ne, so ein kurz bis hier. Gefällt mir richtig gut. Mama hat auch gesagt, dass so richtig so meine Farben, hat sie aufgepasst, hatte, dass das auch dann meine Farben sind. Ich mag ja sowas Blaues und so. Gefällt mir auch ganz gut. So ein ganz lockeres, sehr angenehmes Kleidchen hat sie mir jetzt so mit Bringselchen aus dem Türkei-Urlaub von meiner Mama. Also die Ärmel, sie sind so. Genau. Alles ist jetzt erledigt. Meine Dosen, die ich ja zum Sonntag gebracht habe, da in den Kühlschrank gestellt habe. Ne? So Gulasch und Kuchen und oder mit dir gleich am ersten Tag nach dem Urlaub was zu essen haben, erstmal bevor sie einkaufen gehen können und alles. Und ja. Das habe ich dann jetzt auch erledigt. Dann muss ich morgen nicht nochmal irgendwie extra irgendwo hin. Ich werde dann, denke ich, mal einkaufen. Am Donnerstag nach der Wassergymnastik fahren bei Lidl. Ich wollte ja noch zu Lidl heute. Haben wir ja nicht geschafft. Genau. Das war jetzt der Tag, mehr oder weniger. Heute gibt es nichts mehr von mir, nur eben der Food Hall, den ich euch vorhin gezeigt habe. Ich werde gleich noch ein paar Aufnahmen aus dem Fitnessstudio zusammenschneiden, wenn da jetzt was Gescheites dabei ist, und euch reinstellen, wenn ihr wollt. Heute war nicht viel los, deswegen konnte ich das Handy hinstellen, auch ein paar Mal und so. Ja, und bevor wieder Kommentare kommen, wer soll das denn jetzt alles essen und so weiter? Wir. Man muss vielleicht ein bisschen bedenken, wie viele Menschen hier leben und wie groß diese Menschen sind. Wenn nur Dirk und ich alleine jetzt zu Hause wären, wären die Einkäufe oder auch, was ich koche, anders ausgefallen. Werden die wahrscheinlich auch sein, wenn es soweit ist, dass die Kinder nicht mehr hier leben. Aber momentan haben wir hier zwei große Männer, die täglich schwer körperlich arbeiten und den ganzen Tag
unterwegs sind. Die sind meistens 12 Stunden mindestens unterwegs, also außer Haus. Die nehmen auch einiges mit, machen sich dann ihre Brote oder Brötchen, nehmen dann auch noch Joghurt oder Pudding mit und Obst. Dann habe ich hier einen Raffi, der gerade im Wachstum ist, immer noch, obwohl er schon fast 2 Meter groß ist, der jeden Tag oder jeden zweiten Tag trainiert oben in seinem Zimmer regelmäßig und ne, so Muskelaufbau und alles. Der braucht auch einiges und auch Easy und ich, obwohl ich esse so gut wie gar nichts oder ganz wenig, aber trotzdem. Das, was eingekauft wird, das brauchen wir auch. Das wird auch verbraucht. Und das, was ich koche, koche ich nun mal. Ich zeige euch einfach nur das, was ich mache, wie ich das mache, was wir einkaufen, was ich koche, was ich backe. Und ich backe und koche das, was bei uns gerne gegessen wird. Ich sage niemandem, ihr sollt das genauso machen. Ich zeige einfach nur, wie wir das machen. Und auch wenn es vielleicht dem einen oder dem anderen eintönig erscheint, weil wir eben eingeschränkt sind, was das Fleisch angeht. Es gibt nun mal hier nichts von Schwein oder Kaninchen oder was auch immer. Nur Geflügel und Rind. Uns fehlt dann gar nichts. Uns gefällt das so, es passt alles. Wir vermissen nichts, was das angeht. Und ich muss auch keine ausgefallenen Gerichte kochen oder sonst irgendwas. Ich koche das, was hier wirklich auch gewünscht wird, gerne gegessen wird. Ob das jetzt nun das Gebäck oder eben, wir brauchen hier keine 3-stöckigen Sahnetorten oder sonst irgendwas. Es reicht vollkommen aus, was ich mache. Ich lasse euch einfach nur an unserem oder an meinem vor allem Alltag teilnehmen. Und ja, so wie es ist, ohne dass ich jetzt irgendwas extra nur fürs Video hier jetzt koche oder backe, warum sollte ich das auch? Ich zeige nur das, was gerade tatsächlich stattfindet und keine ausgedachten, extra nur für die Kamera gemachten Sachen. Ja. Entweder gefällt es einem oder nicht, aber so ist das und ja, das ist unser Alltag. Das ist mein Alltag, mein Leben, unser Essen. Wenn wir das nicht gebrauchen würden, alles, wie ich das so zeige, würde es auch nicht so sein. So. Das wollte ich noch loswerden. Genau. Das war jetzt nur ein kleines Video mit nur einem Food Haul. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonniere nicht vergessen. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss. Ja, und jetzt wie versprochen ein paar Bilder, ein paar Aufnahmen aus dem Fitnessstudio im Schnelldurchlauf. Ich musste sowieso die Musik wegmachen, die da jetzt im Fitnessstudio ja immer läuft. Sonst kriege ich Urheberrechtsprobleme. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen schneller die Aufnahmen laufen lassen. Ja, als erstes natürlich aufwärmen, Easy und ich. Schön einträchtig nebeneinander ein bisschen am Laufen. Ich laufe aber nicht die ganze Zeit. Dafür bin ich nicht in der Lage mit meinem Gewicht und körperlichen, ja, gerade jetzt so Zustand. Ein paar Minuten laufen, dann ein bisschen schneller gehen, dann wieder ein bisschen laufen und so. Easy rennt natürlich die ganze Zeit durch. Für sie ist das alles kein Problem. Bei diesen Temperaturen ja, schmilzt man eigentlich schon beim Gehen. Also, das hat mir gereicht. Ja, und dann einfach ein bisschen was an den Geräten. Ich habe 10 Geräte auf meiner Liste, alles von oben bis unten durch. Ein paar Sachen für die Beine, ein paar für den Bauch und Rücken und Arme, also alles dabei. Ich habe jetzt natürlich nicht alle 10 Geräte gefilmt. Ich habe es nur da gemacht, wo es halt ging, wo ich das Handy hinstellen konnte und wo dann hinter mir keine Leute waren. Aber so sieht es aus, wenn ich mich da jetzt abquäle. So. Nicht so besonders schöner Anblick, aber Raum wurde nicht an einem Tag gebaut. Deswegen hoffe ich, dass das irgendwann mal ein bisschen auch was wird, dass es sich ein bisschen zeigt, dass ich mich so 1 bis 2 Mal die Woche im Joy Fitness
quäle und einmal die Woche dann noch Wassergymnastik im Thermalbad habe. Daumen drücken, dass, ja, dass ich wenigstens, auch wenn es nicht auf der Figur oder so sich groß zeigt, aber dann gesundheitlich Besserungen eintreffen und diese Tortur, wie ich manchmal das nenne, sich lohnt. Bei diesen Temperaturen ist natürlich sehr wichtig, regelmäßig was zu trinken. Isi und ich, wir haben uns dann am Tresen auch so ein Getränk bestellt, bestellen uns meistens ein Glas und trinken das dann zusammen. Ich habe sehr gesunde Gesichtsfarbe. Ja, das ist jetzt hier für den Rücken, nennt sich Rückenstrecker. Das war das Erste, was ich mir dann an Geräten, ja, habe jetzt einplanen, geben lassen. Und so ganz langsam, aber eben doch regelmäßig erhöhe ich da auch ein bisschen das Gewicht. Gerade eben auch erhöht heute. So ungefähr eine Stunde trainieren ist jedes Mal schon so Pflicht. Unter einer Stunde klappt es selten. Nur wenn ich ein, zwei Geräte weglasse. Ja, das ist einer meiner Lieblingsgeräte. Das ist eine Rotationsmaschine. Die ist für die, also momentan noch nicht vorhandene Taille. Aber so ist es gedacht, dass man damit die Taille trainiert, diese schrägen Seiten, Bauchmuskeln, aber auch den unteren Rücken. Und am Ende ist natürlich Pflicht, einmal dehnen. Dafür haben die im Fitnessstudio so einen kleinen Raum mit extra Geräten sogar. Aber die nutze ich nicht. Ich packe mich dann einfach nur auf die Matten, die da liegen, und dehne mich so, wie ich das halt kenne. Ich habe ja doch schon auch ein bisschen Erfahrung, was das angeht. Kenne die wichtigsten Übungen und wie die ausgeführt werden müssen. Deswegen, ja. Isi hat sich dann schon vorher gedehnt. Die hat, ich glaube, 2 Geräte weniger. Dafür macht sie aber außerhalb, ne? Also nicht nur an Geräten, sondern an sowas wie Rec und andere Sachen. Also ohne Gerät auch mal. Das war dann auch schon alles. Mehr habe ich heute nicht aufgenommen, weil irgendwann mal nachmittags später wurde das Fitnessstudio doch etwas voller und dann waren da eben mehr Leute, die ich nicht unbedingt jetzt mit vor der Kamera haben wollte. Thank you.